Hallo Leute, heute gibt's die zweite Folge meiner neuen Serie Real Talk und heute geht's um den wahren Grund, warum OnePlus so günstig ist. Wir besprechen jetzt aber heute nicht die offiziellen Gründe, die will ich auch mal nicht unbedingt anzweifeln, sondern hier geht es um Gründe, die bisher keiner genannt hat. Das heißt, das wird jetzt hier für die meisten vermutlich was ganz Neues sein. Und deshalb schaut euch das Video doch bitte bis zum Ende an und dann könnt ihr auch erahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Und dieses, ja, das, was ich jetzt hier sage, das kann man dann dementsprechend auch auf fast jeden chinesischen Hersteller beziehen. Also OnePlus ist jetzt nur das Paradebeispiel dafür. Ja, ich freue mich schon heute darauf, hier ein bisschen OnePlus-Bashing zu betreiben. Einige Leute werden es vielleicht nicht ganz so mögen, aber naja, hört euch mal die Gründe an und vielleicht könnt ihr es ja sogar selbst als Fan dieser Marke nachvollziehen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Die offiziellen Gründe, die kennt ihr alle. Es wird gesagt, hier Einsparung und die verdienen nicht so viel dran. Und ja, das sind so die Gründe. Am Anfang gab es ja auch nur Invites. Da wurde nur so viel produziert, wie gewünscht wurde. Ja, das sind so die gängigsten offiziellen Gründe für den günstigen Preis. Ich denke, die meisten kennen die, deshalb gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Aber warum ist OnePlus jetzt wirklich so günstig? Klar, einerseits bestimmt auch wegen der Gründe, aber andererseits, jede Firma, beziehungsweise jede Firma, die Elektronik importiert oder hier offiziell in den Läden verkaufen möchte, muss sich darum kümmern, dass die Altgeräte entsorgt werden. Chinesische Hersteller, die hier nicht offiziell verkaufen, sind davon leider ausgenommen. Das heißt, wenn eine Einzelperson, so wie ihr, das direkt aus dem Ausland kauft, dann müssen die dort nicht angemeldet sein und ihr bekommt trotzdem euer Handy. Das heißt, im Endeffekt zahlt dann die Allgemeinheit den Preis für die Entsorgung. Denn ihr könnt eure Geräte nur kostenfrei bei Sammelstellen abgeben, weil die Hersteller das schon bezahlen mussten, bevor diese Geräte überhaupt verkauft wurden, musste schon die Entsorgung dafür bezahlt werden. Und das zahlt ihr in den Preis des Handys einfach mit. Das heißt, hier wird sich erfolgreich von gedrückt von diesen Kosten, die aber ihr im Endeffekt dann doch bezahlt, weil die dann im Endeffekt die Allgemeinheit bezahlen muss. Das heißt, importiert ihr das, ja, dann trefft ihr euch im Endeffekt damit nur selbst, beziehungsweise seid ein bisschen egoistisch. Das wird ja dann auf alle abgewälzt. Bleiben wir mal bei der Entsorgung. Ja, was kommt denn noch dazu? Die Batterie, die muss natürlich auch entsorgt werden. Dafür gibt es Sammelstellen, diese grünen Behälter, die ihr alle kennt und die ihr auch alle bestimmt schon mal gesehen habt, wo ihr bestimmt auch schon mal eure alten Batterien reingeschmissen habt. Was hat es damit auf sich? Ja, diese Behälter, die kommen von einer Organisation, die sich GRS nennt. Das ist hier so die größte in Deutschland. Dort sind alle Hersteller registriert, die hier offiziell in Deutschland verkaufen. Sie müssten dort auch registriert sein. Ja, genauso wie bei der Elektroaltgeräteentsorgung. Da gibt es ein Gesetz für. Im Fall der Elektroaltgeräteentsorgung heißt das Ganze Elektrogesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz, so wenn wir es genau nehmen. Und bei den Batterien ist es dann das Batteriegesetz. Das heißt, auch hier kann man sich als offizieller Reseller in dem Land nicht von drücken. OnePlus drückt sich davon, weil die, wie gesagt, nicht hier in diesem Land offiziell verkaufen. Dieser Kostenfaktor, der auch in den Preis mit eingerechnet werden muss,
fällt jetzt also bei OnePlus auch weg. Ja, gehen wir mal weiter, ne? Es gibt nämlich noch eine Sache, für die die Entsorgung bezahlt werden muss. Damit ihr später den Karton und das Plastik kostenlos entsorgen dürft, in eure Altpapiertonne machen dürft, ohne dafür was zu bezahlen, gibt es die Verpackungsverordnung und jede einzelne Verpackung muss dementsprechend lizenziert werden. Das heißt im Endeffekt, man gibt da eine gewisse Menge an, wie viel man da im Jahr an Müll produziert, und das, ja, dafür werden einem dann auch Kosten in Rechnung gestellt. Das heißt, selbst diese Entsorgung muss bezahlt werden, ist ein Kostenfaktor, der in den Preis mit reingerechnet werden muss. Bei dem Elektronikgesetz muss man sogar eine insolvenzsichere Garantie geben. Das heißt, man muss eine andere Firma beauftragen, dass die die Entsorgung noch übernimmt, selbst wenn man insolvent gegangen ist. Das heißt, wenn eine Smartphone-Firma, sagen wir jetzt mal Samsung, pleite gehen würde, dann muss natürlich die Entsorgung dieser Geräte gewährleistet werden. Das muss auch noch extra bezahlt werden. Also da kommt ein riesiger Berg an Kosten zusammen. Wir sind aber immer noch nicht ganz fertig. Jetzt gibt es noch ein paar offensichtlichere Gründe, die teilweise vielleicht auch schon offiziell bekannt sind, aber vielleicht werden sie einige nicht kennen. Was natürlich dazu kommt, ist, dass der Vertrieb natürlich auch immer Geld verdienen muss. Das heißt, so ein Saturn, so ein Mediamarkt oder kann auch irgendein Online-Händler sein, möchte natürlich auch ein bisschen was daran verdienen. Was auch noch in dem Preis nicht mit drin ist, der importierten Geräte, ist die Mehrwertsteuer, die meistens auch noch anfällt. Das heißt, 19% nochmal auf den Preis drauf und dann sind wir auch schon wieder bei einem ganz anderen Preis. Zoll fällt bei dieser Kategorie übrigens nicht an. Also auf Smartphones und Tablets gibt es keinen Zoll. Vermutlich, also ist jetzt mal so meine Vermutung, weil es hier keinen Hersteller mehr gibt, der hier direkt in Deutschland den Kram produziert. Das heißt, Strafzölle machen in dem Fall keinen Sinn. Nimmt man alles zusammen, kommt man, denke ich, schon darauf, wie dieser Preis zustande kommt und wie das Ganze möglich ist. Ist kein Zauberwerk. Ich meine, andere chinesische Hersteller kriegen das genauso günstig hin beim ähnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber im Endeffekt müsst ihr euch überlegen, dass ihr zwar Geld spart, aber im Endeffekt euch wiederum selbst verarscht. Deshalb, ich kann es euch nicht empfehlen. Wenn ihr jetzt sagt, der Typ labert doch nur, das gibt's doch alles gar nicht und kostet alles nichts, dann packe ich euch das auch gerne mal in die Beschreibung und dann könnt ihr das gerne selber mal nachlesen, ja, damit ihr mal wisst, das Ganze ist wirklich so. Ja, gerne dürft ihr mir eure Meinungen dazu in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, wie ihr die ganze Sache seht. Was ich jetzt noch mit keinem Wort erwähnt habe, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass sie so nett waren, dass das CE auf dem Gerät echt ist, weil das ist auch nochmal ein echt großer Kostenfaktor, dass man seine Geräte checken lässt. Aber das will ich jetzt mal der Firma nicht unterstellen. Aber es gibt sicherlich andere chinesische Firmen, die das nicht machen. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte euch das Ding einfach mal hochgehen, weil irgendwas falsch gebaut ist und dafür sorgt, dass der Akku explodiert oder verbrennt oder sonst irgendwas. Also da müsst ihr echt aufpassen, dass das CE auch echt ist. Die machen da manchmal auch ein CE schön drauf. Sagen hier, wenn es dann heißt, yo, das CE ist aber nicht echt, dann sagen die, nee, das ist kein CE, sondern das steht für China Export. Also das China Export Zeichen sieht zufällig genauso aus wie das CE. Also Leute, lasst euch nicht verarschen. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr es einfach informativ fandet, ihr was Neues dazugelernt habt, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Da weiß ich auch, yo, Real Talk läuft, kann ich auch nochmal ein neues Video zu machen. Und ja, ich denke, ihr könnt mir auch gerne ein paar Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ich habe auch noch ein bisschen was im Petto. Also ich kann die nächsten Wochen noch ein paar Videos machen. Aber wenn ihr jetzt was ganz Konkretes habt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank.